Also willkommen zur Geschichte. Ein britischer Riese. Panzerabwehr Selbstfallrakete FV 4005 183 mm. Ein Artikel von Juri Paschalok. Die Geschichte der stärksten britischen Panzerabwehr Selbstfallrakete begann Ende Januar 1951, als in Ergänzung zur Selbstfallrakete FV 4004 Conway, die mit einer 120 mm Kanone L1A1 bewaffnet war, entschieden wurde, die Entwicklung einer stärkeren Selbstfallrakete zu starten. Diese sollte die stärkste Panzerabwehr-Selbstfallrakete der Welt werden, von denen, die in Metall erschaffen wurden. Entsprechend den Forderungen des Bestellers sollte die Bewaffnung der neuen Konstruktion mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Entfernung in fast 2 Kilometer ein Ziel treffen und durchschlagen, das eine 150 mm Panzerung hat und einen Winkel von 60 Grad. Als dieses Ziel haben die Engländer in erster Linie den sowjetischen Panzer Is-3 angesehen. Nach dem Erscheinen auf der Siegesparade in Berlin im Herbst 1945, während einer Zeit von fast 10 Jahren, zählte dieser im Westen als der schrecklichste Gegner. Damit ihr Kind den gegebenen Forderungen entspricht, wollten die Konstrukteure eine viel stärkere Kanone als die L1A1, die 120 mm. Um nicht kleinlich zu sein, haben die Engländer direkt auf 7,2 Zoll Kanone Halt gemacht, die 183 mm. Die Benutzung eines solchen Kalibers war nicht zufällig. Die neue Kanone basierte auf den Entwicklungen der 183 mm Haubitze BL 7,2 Inch Howitzer. Die Geschichte der Erschaffung derer geht auf den Ersten Weltkrieg zurück. Anfänglich hatten die Haubitzen die Länge des Laufes von 22,4 Kaliber. Doch ab der Version Mark 6 wurde der Lauf verlängert auf 33,1 Kaliber. Aber auch diese Länge war für die Bekämpfung der sowjetischen schweren Panzer zu kurz. Im 1950 begannen die Arbeiten an der QFL4, der stärksten Panzerabwehrkanone der Welt. Das Gewicht der Kanone betrug etwas weniger als 4 Tonnen und die Rückschlagstärke erreichte 87 Tonnen. Um die Mannschaft von den Riesenwolken der Pulvergase im Kampfraum zu befreien, wurde auf dem Lauf ein sogenannter Ejector installiert. Es wurde nur ein Typ der Munition vorgesehen, der sprengpanzerbrechende Typ mit einem Quetschkopf, sogenannter High Explosive Squash Head, kurz HESH. Nicht nur das Kaliber beeindruckt, sondern auch die Masse der für die Kanone benutzten Munition. Das Laden wurde getrennt gemacht, aber das hatte die Arbeit der Ladeschützen auch nicht besonders erleichtert. Die Masse einer Granate betrug 72 Kilogramm und die Ladung dazu wog nochmal 32,8 Kilogramm. So, auf dem Bild haben wir das Projekt des Einbaus der 183 mm Kanone auf dem Fahrwerk des Panzers FV 200, November 1950. So, am 9. November 1950 fand eine Besprechung statt im Militärministerium, das der Frage der Erschaffung der Kampfmaschine gewidmet war, die diese überstarke Kanone tragen sollte. Nach den Ergebnissen der Besprechung wurden 4 Varianten der zukünftigen SFL vorgesehen. Erste Variante: komplett gepanzerte Kampfmaschine, faktisch ein Panzer, mit 360 Grad drehbaren Turm. Zweitens: eine Selbstfallrakete mit starker Panzerung der frontalen Partie, doch mit begrenzten horizontalen Schwenkwinkel. Drittens: eine Selbstfallrakete mit einem rundum Beschussbereich, doch mit minimaler Panzerung. Viertens: eine Selbstfallrakete komplett ohne Panzerung. Variante 1/2 FV 215. Der Vertrag für die Entwicklung der ersten Variante ging anfänglich an die Firma Morris. Später ging er an die Firma Vickers Armstrongs über. Als Basis wurde ein Fahrwerk des schweren Panzers FV 200 benutzt, mit verstärkten Federn vom schweren Panzer FV 214 Conqueror. Projekt hatte mehrere Benennungen: Heavy Gun Tank No. 2, Heavy Anti-Tank SP No. 2, FV 215 Heavy Anti-Tank SP No. 2 oder einfach FV oder FV 215. Index Heavy Gun Tank No. 2 wurde nicht richtig interpretiert durch die Historiker,
und als Ergebnis erschien in dem Informationsfeld ein mystisches Projekt, bekannt als FV215b. In der Wirklichkeit, unter all diesen Indexen, die hier angegeben wurden, versteckte sich nur eine und dieselbe Maschine, die mit der 183mm Kanone bewaffnet war. Kanone L4. In diesem Projekt wurden die erste und die zweite Variante der neuen Maschine vereint. Theoretisch hatte der Turm die Möglichkeit der kompletten Rundumdrehung. Doch zum Schießen sollte der Winkel des horizontalen Aufrichtens durch die Richtschützen auf 90 Grad beschränkt werden. Damit die riesige Kanone nicht über den Panzer weit drüber schaut, wurde der Turm im Heckteil der Maschine angeordnet. Der Munitionsvorrat sollte nur 20 Schuss betragen. Nach dem Projekt sollte die Schussfolge 6 Schuss pro Minute betragen. Doch derjenige, der solche Forderungen gestellt hatte, war ein sehr großer Optimist. Die inneren Gegebenheiten der Maschine, der innere Platz, erlaubte es nicht, einen Lademechanismus einzubauen, und per Hand so eine Ladefolge zu erreichen, war nicht real. Außer der Kanone bestand die Bewaffnung aus 2 MGs. Das erste von denen war koaxial mit der Kanone angeordnet und der zweite hatte die Funktion des Flak-MGs. Auf dem Bild haben wir den FV215 Heavy Anti-Tank SP No. 2, der erste Träger der 183mm Kanone L4. Über ein in Lebensgröße angefertigte Holzmodell ging das Projekt nicht weiter. Beachten Sie die abgehackten Formen der Kanonenblende. Sie sehen so aus, weil mit Hilfe von Pappe war es problematisch, runde Formen anzufertigen. Die 65-Tonnen-Maschine sollte 31,7 km/h schnell werden. Und dafür hatte der FV215B Heavy Anti-Tank SP No. 2 einen 810 PS starken Motor Meteor Mark 12 bekommen. Was die Panzerung betrug, diese änderte sich im Laufe des Projektes. Die Dicke der oberen Panzerplatte an der Wanne variierte zwischen 125 und 152 mm. Die Seiten betrugen 50 mm plus die Seitenschottungen. Was den Turm betrifft, die Dicke ihrer Panzerung in Bezug auf die Frontplatte betrug 254 mm, das heißt 10 Zoll. Das Schicksal des FV215 Heavy Anti-Tank SP No. 2 war sehr unglücklich. Morris sollte zuerst ein in Lebensgröße angefertigtes Modell herstellen und danach 2 Prototypen. Einer für Fahrtversuche und der zweite für Schussversuche. Im Juni 1954 ging der Vertrag zu Vickers Armstrongs über, bekam also die ähnliche Aufgabe. Die Entwicklung einer Selbstfeuerfette dauerte bis zum Januar 1957. Zu diesem Moment wurde ein Modell in Lebensgröße aus Holz angefertigt und 80% der Zeichnungsdokumentation angefertigt. Doch in dem Militärministerium von Großbritannien hatten sie einen eigenen Khrushchev bekommen. Die Entwicklung des FV215 Heavy Anti-Tank SP No. 2 wurde eingestellt zugunsten der Panzerabwehr-Lenkflugkörper. Für die Leute, die es nicht kennen, hatte Khrushchev die Entwicklung aller neuen Waffenarten eingestellt zugunsten von Lenkraketen. Er hat überall nur Lenkraketen gesehen. Man sollte überall Lenkraketen verwenden. Er hat gesagt, wir brauchen keine Panzer, wir machen alles mit Lenkraketen. Also wurde die Entwicklung neue Panzer eingestellt und dafür Lenkraketenpanzer. Da gab es diesen Drachen, hieß der, wo der, die Rakete aus dem Turm so rausklappt. Haben sie damals entwickelt. Auf dem Bild haben wir FV215 Heavy Anti-Tank SP No. 2. In der Vorstellung des Malers Valeri Petelin. Dieses Bild befindet sich auf der Box für das Modell der japanischen Firma Amusing Hobby. Und diese Firma hatte eben nichts Klügeres gefunden, als ohne Erlaubnis das Spielmodell aus World of Tanks zu nehmen und eben als Modell verkaufen. Die Japaner haben ohne nachzudenken das Modell aus dem Spiel kopiert und alle Fehler des Spielmodells auch übernommen. Die Frontplatte, Selbstfeuerfette, sollte gegossen werden und diese abgehackten eckigen Formen am Turm sind eben mit verbunden, dass das Modell im Spiel aus zu wenigen Polygonen besteht und zu wenig Informationen zum Moment der Erschaffung des Modells. Was betrifft aber die Selbstfeuerfette FV4005, die Arbeiten zu der wurden etwas später gestartet. Interessant ist, das dritte Projekt, der ursprünglich geplant wurde, dieser wurde komplett gestoppt und man ging also komplett über zur nicht gepanzerten Variante. Das war damit verbunden, dass zum Erreichen der geforderten Schussfolge von 6 Schuss pro Minute war es nicht möglich, auf einen Lademechanismus zu verzichten. Vickers Armstrongs
wollte also das Fahrrad nicht neu erfinden und er fand ein System der mechanisierten Zureichung der Munition, ähnlich derer, das bei der 104 mm Flakkanone QF-127-58 SBT X1 verwendet wurde. Dies ist besser bekannt als Green Maze. Der Einbau der 183 mm Kanone mit dem Mechanismus des Zureichens der Munition ist bekannt als FV-4005 Stage 1. Als Basis wurde das Fahrwerk des Centurion Mark III verwendet, das man entsprechend angepasst hatte. Im Heckteil hat man massive Stützen eingebaut, die zum Schießen herabgelassen werden mussten. Auf der Frontplatte wurden Befestigungen für die Kanone für Marschposition eingebaut. Nach der Durchführung der Testläufe, die man durchführen musste, um die Stabilität der Maschine beim Schießen festzustellen, es wurde entschieden, dass die Selbstfallerfete einer solchen Größe komplett ohne Panzerung einfach zu viel ist. Und sogar der Lademechanismus ist es nicht wert, dass man eben ein solches Risiko für die Mannschaftsmitglieder eingeht. Außerdem war eben die komplette Turmdrehbarkeit in der Praxis nicht realisierbar, da durch den starken Rückschlag die Schusswinkel einfach in Horizontale eingegrenzt werden mussten. Wenn er also seine Kanone zur Seite dreht und einen Schuss abgibt, dann kippt die Maschine durch den Rückschlag einfach zur Seite, fertig, aus. Das auf dem Bild, das ist diese FV-4005 Stage 1 in der Werkszeche. Variante 3, FV-4005 Stage 2. Im Juli 1955, als die Spezifizierung für eine einfachere Variante der 183 mm Selbstfallerfette erschien, die bekannt wurde als FV-4005 Stage 2. Von dem riesigen Mechanismus des Nachladens wandte man sich ab und entschied, dass zwei Ladeschützen komplett ausreichen sollten. Sogar in dieser Variante nicht mehr als 12 Schuss an Bord mitgenommen werden können. Diese Entscheidung sah eigentlich recht vernünftig aus. Die Maschine bekam stattdessen einen sehr massiven Turm. Die Gesamthöhe der 50 Tonnen Selbstfallerfette erreichte 3,6 Meter, das sie zu der höchsten Kampfmaschine, die in England je gebaut wurde, machte. Die Dicke der Turmpanzerung betrug 14 mm. Das bedeutet, dass sogar ein Großkaliber-MG hier durchschlagen würde. Von anderer Seite, das war viel besser als überhaupt gar keine Panzerung. Außerdem bekam Stage 2 ein koaxiales MG, das eben eine sehr ernsthafte Unterstützung im Kampf gegen die Infanterie war. Zum Aufladen der Munition hatte man im Heck des Turmes eine Tür vorgesehen. Die Erschaffer von FV-1405 Stage 2 haben ein System des schnellen Zureichens oder der Munition von einem Lastwagen vorgesehen, dadurch ein sehr kleiner Munitionsvorrat kompensiert werden sollte. Der neue Turm basierte ebenfalls auf dem Fahrwerk des Centurions Mark III und dort wurde ebenfalls eine Befestigung für die Fixierung der Kanone in Marschposition angebracht. Da haben wir diesen FV-1405 Stage 2 im Laufe der Tests 1956. Also im März 1956 passierte die Selbstfallerfette FV-4005 Stage 2 Beschusstests, die der Bestimmung der Stabilität von der Maschine beim Schießen dienten. Im Laufe der ersten Etappe der Versuche wurden 32 Schuss gemacht in verschiedenen Positionen des vertikalen Anstellens der Kanone. Beim Schießen mit einem Winkel der Erhöhung 0 Grad, das heißt Kanone komplett horizontal, war das Aufschaukeln der Nase der Maschine 22 cm und des Heckes 12 cm. Das heißt, beim Schuss ging der Bugteil der Maschine um 22 cm hoch. Das ist eine Maschine, die 50 Tonnen wog und das Heck ging um 12 cm runter. Maximale Aufschaukelung wurde erreicht bei Erhöhung der Kanone um 3 Grad nach oben und betrugen 27 cm vorne und 19 cm am Heck. Insgesamt wurde im Laufe der Tests 133 Schuss gemacht. Die Schüsse wurden ohne die Mannschaft gemacht, dessen Rolle übernahmen Puppen. Die Tests haben gezeigt, dass beim Schießen die Puppen nicht beschädigt wurden. Nach den Ergebnissen der Beschusstests wurde eine Liste der Überarbeitungen angefertigt. Doch im Endergebnis kam es gar nicht so weit. Im August 1957 wurde das Programm FV-4005 geschlossen. In verschiedenen Ausgaben kursieren verschiedene Theorien. Warum haben die Briten auf die Anfertigung des übermächtigen Jagdpanzers verzichtet?
In der Wirklichkeit war der Grund dasselbe wie schon im Falle des FV-215 Heavy Anti-Tank SP No. 2. Bereits im 1958 wurde in die Bewaffnung der britischen Armee die Panzerabwehrraketen Malkara in Dienst gestellt, die auf leichten Panzermaschinen Humber Hornet verbaut werden konnten. Das System wurde um einiges kompakter und mobiler und vor dessen Hintergrund war die selbstfallerfette mit der 183 mm Kanone eine Art antiker Riese aus der Vergangenheit. Im Bild haben wir den FV-4005 Stage 2 beim Ostausgang des Panzermuseums in Bovington in England. Steht heute noch. Habe ich auch mal angefasst. Nach dem Abschluss der Versuchsläufe wurden beide Varianten FV-1405 entkompliziert, sprich wurden zerlegt. Die Wannen des Centurion Mark III hat man für andere Programme verwendet und die Waffensysteme hat man in die Lehrzentren geschickt. Der Turm FV-1405 Stage 2 befand sich lange Zeit bei der Einfahrt des Panzermuseums in Bovington und erst vor kurzem wurde der Turm wieder auf einem Fahrwerk Centurion Mark 8 eingebaut. Sogar in diesem Zustand beträgt die Selbstfallerfete ein riesiges Interesse und ist eine Art Epitaph der englischen Jagdpanzer. Momentan befindet sich FV-1405 Stage 2 bei der Osteinfahrt ins Museum. Möglicherweise man Mittel findet für ihre kosmetische Restaurierung und vielleicht Positionierung innerhalb einer der Hallen. So, Quellen. Bill Munro, The Centurion Tank, The Crowwood Press, Ltd., 2005. David Flather, The Big Gun Centurions, Classic Military Vehicles, 10, 2012, Key Publishing, Ltd. Und weitere Dokumente von The Tank Museum, Bovington. Danke für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wenn ihr noch mehr interessantes Geschichtsmaterial möchtet, könnt ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Das kostet nichts. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, eine Spende oder einen Kauf von Sachen im Wassershop. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank und tschüss.